Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rauber und heute geht es um eine Frage aus unserer Facebook-Gruppe und zwar zum Thema Iron Condor. Iron Condor, das ist ja eine Strategie, die jetzt nicht so häufig gehandelt wird und deswegen gibt es da natürlich immer auch ein paar Unklarheiten und die klären wir heute hier mal auf. In unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, sind über 3000 Mitglieder. Na klar, da ist natürlich ein großer Teil passiv. Vielleicht sind auch viele, die haben sich mal irgendwann angemeldet und sind gar nicht mehr dabei. Aber da kommt natürlich schon sehr, sehr viele Diskussionen, Kommentare, sehr viele Fragen. Und ich bin selbst manchmal überrascht. Ich sehe irgendwie, da hat jemand was hereingestellt und eine Stunde später sind wir dann 60, 70 Kommentare darauf. Das ist natürlich große Klasse. Das heißt, wenn du dich fürs Thema Optionen interessierst und bei Facebook bist, dann melde dich da an, die Optionshändler bei Facebook, kostenfrei. Ne? Du musst bloß deine Beitragsanfrage stellen und dann nehmen wir dich dann hier mit auf. So, und jetzt kam eine Frage und zwar die kam von Johannes und der hat gefragt, hallo Community, wenn ich einen Iron Condor aufsetze und der Short Put bzw. Short Call Strike durchstoßt wird und daraufhin die Gegenseite ihrer Option ausübt, muss ich dann aktiv werden oder führt IB das Clearing Ausübung der Absicherung Option automatisch aus. Vorab danke für eure Hilfe. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an und dazu nutzen wir mal hier unseren Flipchart. Also das schicke ich immer kurz ein. Also stellt euch folgende Situation vor. Ihr habt einen Iron Condor. Und was bedeutet ein Iron Condor? Das heißt, ich habe hier einmal einen Call verkauft und zur Absicherung noch einen Call gekauft. Und auf der Unterseite habe ich einen Put verkauft und zur Absicherung einen Put gekauft. Das ist ein klassischer Iron Condor. Wenn ihr euch das Profit-Loss-Diagramm dazu anschauen würdet, ich mache euch das mal hier oben hin, dann sieht das in der Regel so aus. Du hast also hier eine Bandbreite, in der sich der Preis bewegen darf. Das ist also die Prämie hier, die wir verdienen können. Und irgendwann gibt es dann die Break-Even-Punkte, wo es ins Minus läuft. Aber durch die gekauften Optionen, also durch diesen gekauften Call und durch diesen gekauften Put, ist eben der Verlust, den man hier hat, begrenzt. Und das Charmante an einem Iron Condor ist, genau wie bei einem Strangle, dass die Margin nicht doppelt so hoch ist wie jetzt auf einer Seite. Warum? Naja, es kann ja nur in eine Richtung maximal schief gehen. Ne? Also das heißt, wenn der Preis hier nach unten durchfällt, dann kann er oben nicht durchfallen gleichzeitig und umgekehrt natürlich genauso. Und deswegen sind das margin-freundliche Produkte. So. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Frage bedeutet. Also die Idee war, angenommen es passiert das hier und der Preis geht hier durch. Ne? Und jetzt würde dieser Short Call an der Stelle beispielsweise, würde jetzt ausgeübt. Überlegen wir mal, was in so einer Stelle passiert. Und das Ganze ist natürlich dann auf der Unterseite ganz genauso. Okay, also Short Call, was bedeutet das? Derjenige, der den Call gekauft hat, der darf zum Preis des Strikes kaufen. Das heißt, er darf beispielsweise mal Aktien oder ist eigentlich egal, könnte auch ein Future sein. Der darf aber hier am Strike kaufen. Da ich diese Option verkauft habe, bin ich also Short. Ich bin dann hier, jetzt lassen wir das, nennen wir mal eine Aktie XYZ. Ich bin dann in dieser Aktie Short. Und was muss ich mich erstmal nicht kümmern? Um den gegenüberliegenden Teil, der ist erstmal vollkommen raus. Das ist erstmal vollkommen egal. So, und jetzt habe ich hier oben ja noch den bestehenden Long Call. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was jetzt hier passiert. Mal angenommen, es ist so wie jetzt hier in dem Beispiel dargestellt. Wir sind durch den Short Call durchgelaufen und der Besitzer dieses Calls, also der den Call Long hat, entscheidet sich, ich möchte meine Option ausüben. Das dürfte übrigens bei Futures so gut wie nie passieren. Warum? Ganz einfache Geschichte. Im Future gibt es ja keine Dividenden oder sonst irgendetwas. Das heißt, der kann ruhig bis zum letzten Tag warten und sagen, hey, ich habe die Möglichkeit, hier zu kaufen. Ich muss aber nicht. Dreht der Preis wieder nach unten weg. Warum soll er dann Long im Future sein? Ne? Das heißt, der würde außen vor bleiben. Der Wert, den er hier mit dem Future hätte, den hat er genauso in dem Call. Das heißt, er könnte einfach auch den Call verkaufen. Das heißt, er wird kaum ausüben. Bei einer Aktie kann das schon passieren, dass er diesen Call hier ausübt. Und zwar, wenn es um das Thema Dividenden geht. Das heißt, also, wenn jetzt hier beispielsweise vor Ende der Laufzeit noch die Dividende gezahlt wird
Und er sagt sich, ich möchte die Aktie haben, weil nur wenn ich die Aktie habe, bekomme ich auch die Dividenden. Wenn du einen Call auf eine Aktie hast, bekommst du keine Dividenden. Ne? Das heißt, du musst die Aktie schon haben. Das heißt, er könnte sagen, okay, wie groß ist der Zeitwert dieses Calls, den ich besitze? Und wenn der geringer ist als die Dividende, dann wird er diese Option ausüben. Macht Sinn. So, das heißt, wir wären jetzt zum Beispiel 100 Stück Short in dieser Aktie. 100 Stück. Und jetzt haben wir den Punkt, okay, unser Risiko, das wissen wir, ist begrenzt durch diesen Call hier oben. Ne? Und jetzt gibt es zwei Szenarien, die passieren können. Szenario Nummer 1, das ganze Ding geht hier durch. Dann sind wir immer noch short diese 100 Stück, aber unser Wertverlust, den wir haben, der ist hier begrenzt durch den Long Call. Alles, was jetzt hier weiter nach oben geht, ne, da gewinnt ja der Call hier mit, das heißt, das ist völlig problemlos. Was ist jetzt aber, wenn er darunter bleibt? Naja, dann könnte es ja theoretisch sein, der geht hier durch und hier oben diese Option verfällt beispielsweise, also den Long Call, den wir hatten, die verfällt beispielsweise am Verfallstag, dann sind wir immer noch 100 Aktien short an dem Preis hier und müssen uns halt da was einfallen lassen. Also entweder eindecken oder sonst irgendwie. Ne? Angenommen, der Preis geht jetzt hier durch und ich möchte diesen Trade beenden. Wie kann ich das machen? Gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer 1, ich warte bis zum Ende der Laufzeit. Am Ende der Laufzeit wird eine Long-Option, die im Geld ist, immer automatisch ausgeübt. Das heißt, das musst du gar nicht selbst machen. Das wird automatisch von deinem Broker gemacht. Das heißt, du würdest dann hier an dem Strike 100 Aktien kaufen. Das heißt, hier kämen 100 Aktien dazu und bedeutet unterm Strich, wärst du plus minus null, du wärst raus, hättest hier den Verlust erzielt, die Strike-Differenz abzüglich der Prämien, die du für diese und für diese Optionskombination erhalten hast. Das aber nur am Ende der Laufzeit. Was ist aber, wenn du sagst, hey, ich habe ja noch 4, 5, 8, 12 Wochen Zeit und ich möchte aus dem Trade jetzt aber aussteigen, dann kannst du eins machen, dann kannst du diese Option selber ausüben. Ne? Das geht zum Beispiel in der TWS ganz einfach. Wenn du mal eine Long-Option hast, die im Geld ist, klickst du auf diese Option, rechter Mausklick und dann kommt Ausübung und dann kannst du sagen, okay, üb mir bitte diese Option aus und dann wird hier werden da diese 100 Aktien eben eingebucht und damit bist du auch wieder flat. In der Regel lohnt sich das aber nicht. Das lohnt sich in der Regel nicht, vorher auszuüben. Warum? Weil diese Calls, die im Geld sind, genauso wie ein Put, der im Geld ist, in der Regel noch ein bisschen Zeitwert hat. Das heißt, du verschenkst etwas Geld, wenn du vor Ende der Laufzeit ausübst. Und deswegen lohnt sich es eigentlich an der Stelle eher zu sagen, komm, ich verkaufe den Call und nehme dann entsprechend den Gewinn und kaufe hier einfach diese 100 Aktien noch dazu und bin dann halt auch raus. Ne? Also das musst du dir dann im Zweifelsfall anschauen, auch eben, wie gesagt, nochmal unter dem Aspekt der Dividende. Also, ganz kurz zusammengefasst. Bleibt der Preis innerhalb des Iron Condors, alles gut, alle Optionen werden am Ende verfallen oder du kaufst sie halt zurück, hast deine Prämie verdient, klasse. Geht es durch den Short Strike hindurch, und es ist ein Future, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vorher ausgeübt wirst, relativ gering. Ja, also mir ist persönlich jetzt in 15 Jahren noch nie passiert, dass ein Future, der ausgeübt worden wäre. Bei einer Aktie kann ja das passieren, gerade eben, wenn es Dividenden sind oder was auch manchmal passiert bei Puts, wenn jemand dann Angst hat und sagt, ich will meine Bestände loswerden und ich will sie dann loswerden, einfach die Aktie. Ne? Kann dir also auch passieren. So. Wenn es durchgeht, dann wird am Ende der Laufzeit, also wenn deine Long-Option am Ende der Laufzeit im Geld ist, dann wird sie automatisch ausgeübt. Wenn du das vorher machen möchtest, dann musst du es selber tun. Ne? Je nachdem, die meisten von euch werden ja mit der TWS arbeiten. Wie gesagt, einfach auf eine Long-Option klicken, rechte Maustaste und dann gibt es da den Punkt Ausübung. Also, ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkel gebracht für all diejenigen, die jetzt noch nicht so oft Iron Condors handeln. Wenn ihr auch solche Fragen habt, ne, dann schreibt mir entweder hier unten unter die Kommentare oder aber ihr kommt zu uns, wie schon gesagt, in unsere Gruppe auf Facebook, die Optionshändler. Und wenn immer mal so ein interessantes Thema ist, dann schnappe ich mir das raus und mache ein Video dazu. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.